Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tja, heute habe ich euch wieder zwei verschiedene Telefongespräche mitgebracht. Ja, und beide nehmen sich wie immer nicht so viel. Es geht um die Trading-Abzocke. Also darum, dass man von euch in der Regel 250 Euro von euch haben will und ihr das Geld dann danach nie wieder seht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Telefonaten. Hallo? Ja. Hallo. Hallo? Ja, was wollen Sie denn? Hallo? Ja, was wollen Sie denn? Guten Tag, ich grüße Sie, Elsa Bjergis hier. Ich melde mich von Handelsplattform. Sie sind bei uns als Kunde registriert, wissen Sie das, ja? Sie heißen Handelsplattform. CX Trading. Ach so. Es geht um Handel mit Bitcoin, mit Rohstoffe, Aktien. Und warum sagen Sie Ihren Firmennamen nicht richtig von Anfang an? Ich habe von Anfang an auch gesagt. Nee, Sie haben nur gesagt von Handelsplattform. Oder irgend so ein Kakerlakenscheiß. Aber nicht den Namen. Wie das alte Ding da richtig heißt. Aber nun kannst du ja gar nicht mehr sprechen. Tja, und dann sieht's so aus, als hätte sie mich an irgendjemanden weiterverbunden. Auch ganz nett. Gucken wir mal, wie es weitergeht in diesem tollen Calltender hier. Kann ja nur noch besser werden. Hallo? Ja, hallo. Mich hat gerade so eine Kakerlake zu Ihnen durchgestellt. Okay, und? Ja. Herr Zufall, sind Sie Herr Zufall? Nee. Mit wem spreche ich? Was? Mit wem spreche ich? Na, mein Name ist Rainer Zufall. Rainer Zufall? Ja, aber warum hat die olle Kuh mich weiterverbunden? Ohne was zu sagen. Kann das Vieh nicht richtig arbeiten? Ist sie zu doof oder was? Also sind Sie registriert bei uns, ja? Ja, bei Handelsplattform. Da bin ich registriert, hat die Kakerlake gesagt. Sind Sie Kakerlake? Ja, die andere Tante davon gerade eben, ja, die scheint ein bisschen dumm im Kopf zu sein. Weil die hat mich einfach verbunden, ohne was zu sagen und hat ja nicht mal einen Firmennamen gesagt. Sie sind Kakerlake, also Herr Kakerlake sind Sie, ja? Nein, mein Name ist Rainer Zufall. Ihr seid doch da und die Kakerlaken und der Abschaum. Okay, und warum sind die Streit bei uns? Weiß ich nicht, das hat die Tante nicht gesagt. Wer hat das nicht gesagt? Na, die olle Tante, die ihren Namen nicht richtig aussprechen konnte und auch den Firmen nicht gesagt hat. Die am Anfang nur gesagt hat, Handelsplattform! Warum schreien Sie also inzwischen? Ich schrei doch gar nicht. Ich sag doch nur, was die olle Kakerlake gesagt hat. Machen Sie damit Spaß? Nee, ihr ruft mich doch an. Ja, und so können Sie gerade auflegen, warum sprechen Sie nicht mehr? Na, weil die Kakerlaken sich doch an dich verbunden hat. Okay, und was machen Sie damit halt? Also, wenn wir jetzt telefonieren, was bekommen Sie damit? Ja, weiß ich doch nicht, was ich davon bekomme, ihr ruft mich doch an. Dann sollen Sie ein bisschen mit dem Kopf überlegen, ja, bis wann Sie was machen. Habt ihr keinen Kopf zum Überlegen, muss ich das jetzt auch noch für euch machen, oder was? Sie haben keinen Kopf zum Überlegen? Na, ihr habt ja keinen Kopf zum Überlegen. Aber, das also, ist ja... Sie könnten gerade auflegen und unsere Nummer blockieren, wenn Sie weiter nicht mehr auf den Mittel sprechen. Also. Nö, nein. Ihr habt mich ja angerufen und ihr habt ja noch nicht gesagt, warum. Ja, ich habe angerufen. Nein, hast du nicht. Die Tante hat angerufen. Und dann hat sie mich an dich verbunden. Müssen wir ja schon bei der Wahrheit bleiben. Tja, ich würde sagen, das Callcenter haben wir von Anfang an gleich komplett ausgenockt, dass sie eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie mit mir überhaupt machen sollen. Und naja, ich habe in den Kommentaren so eine Theorie gelesen, dass der ein oder andere Callcenter-Mitarbeiter vielleicht gar nicht alleine ohne jemanden auflegen darf.
Weiß ich nicht, ob das der Wahrheit entspricht, aber naja, letztendlich legt der ja hier einfach nicht auf und sagt die ganze Zeit, ich soll auflegen. Also könnte an dieser Theorie ja vielleicht sogar teilweise irgendwas dran sein, dass die nicht einfach so aus Langeweile auflegen dürfen. Hat vielleicht auch zum den Grund, dass die Mitarbeiter halt nicht locker lassen dürfen und tja, dass die Datensätze, die sie da kaufen, auch eine Menge Geld kosten. Und aus diesem Grund darf der Mitarbeiter nicht einfach so auflegen, ja nur weil er eben gerade auflegen will oder mit dem Kunden nicht klarkommt. Damit könnte der Mitarbeiter vielleicht dazu erpresst werden, durch die Firma, dass er sich dann halt noch einen Kollegen holt. Oder so. Ich weiß es nicht, ob da an dieser Theorie irgendwas dran war, habe ich in den Kommentaren gelesen und fand das jetzt hier in dem Punkt auf jeden Fall gerade wieder mega zutreffend. Aha. Okay, und jetzt können Sie nicht auflegen? Nein. Wieso? Warum? Das ist doch unfreundlich, also, einfach aufzulegen. Ich kann auflegen dann. Nee. Dann bleiben Sie alleine. Wir können uns ja noch ein bisschen unterhalten über Handelsplattformen. Über was? Über die Handelsplattform. Ich hab nicht gehört. Ja. Das könnte an deinem defekten Gehirn liegen. Welche Plattform? Dein Gesicht stinkt. Welches Plattform meinen Sie? Na, dein Gesicht stinkt. .com. Handelsplattform, oder? Ja. Das ist keine Handelsplattform, bitte. Das hat aber die Kakerlake gesagt. Welche? Na, die erste Kakerlake. Nee, das heißt ja die Kakerlaken innen. Und ich bin zweite, oder? Ja, du bist der Kakerlakerich, ja. Und das andere war die Kakerlakenrin. Und zusammen seid ihr alles Kakerlaken innen. Und wer sind Sie? Ich? Ich bin reiner Zufall am Telefon. Wer? Reiner Zufall. Was? Aha, und sind Sie Kakerlake Nummer 3, oder? Nee. Aber Nummer 4, bestimmt. Fischstäbchen isst man nur mit Stäbchen, weil sonst würde das ja nicht heißen Fischstäbchen. Ah, wo wohnen Sie? Kann ich vorbeikommen? Sagen Sie mir Ihre Adresse. Ich? Können wir dann besser unterhalten. Ja, soll ich die Adresse buchstabieren? Ja. Braunmeier Schweinsteiger Straße 77. Sie haben gesagt, das sollten Sie buchstabieren, nicht gerade weiter sagen so schnell. Ach so, ein B, ein R, ein Y, ein I, ein G, ein V, ein W, ein G 77. Und der Start- und Postleitzahl? Ja, 10522 und dann in, hab ich vergessen. Wie können Sie vergessen, Ihre Adresse, wo Sie wohnen? Na, so heißt doch der Ort. Dann gehen Sie raus und können Sie auf Ihren Briefkasten essen. Auf meinem Briefkasten? Nee. Da steht auf die Briefkasten, ja, oder? Nein. Okay. Okay, sagen Sie, okay, jetzt sagen Sie mir die Nummer von Ihrer Mastercard oder von Ihrer Visa-Karte. Wie lautet es? Schauen Sie. Hatten Sie heute schon Stuhlgang? Haben Sie eine Visa oder Mastercard jetzt, ja? Hatten Sie heute schon Stuhlgang? Ja. Und wie war die Konsistenz? Okay, sagen Sie mir eine Nummer von Ihrer Mastercard. Ja, weich oder schon so ein bisschen fester? Bitte? Ein bisschen weich oder fester? Nein. Das tut mir aber leid. Mein Beileid. Es ist kein Problem, ich habe was anderes gesagt. Holen Sie Ihre Mastercard. Ja. Und sagen Sie mir, wie lautet lange Nummer? Welche denn? Welche lange Nummer denn? Lange Nummer. Eine lange Nummer? Ja. Meistens braucht man doch immer eine kurze Nummer, nur so im Büro. Nein, lange Nummer brauchen wir, damit können wir Geld abbuchen. Also versucht ihr jetzt nach dem gesamten Theater hier wirklich noch irgendwie an Geld zu kommen? Mittlerweile zweifle ich wirklich an der Intelligenz des Mitarbeiters.
Tja, aber das kann tatsächlich so ein Hinweis dafür sein, dass sie gar nicht so einfach auflegen dürfen und nur unter bestimmten Bedingungen. Und die erste Tante hat sich's wohl leicht gemacht und den Anruf einfach durchgestellt an irgendeinen Kollegen, um, weiß ich nicht, den dann mit mir auch allein zu lassen, dass der sich mit mir rumplagen kann. Oder vielleicht ist der eher der Kollege, der entscheiden muss, ob ein Mitarbeiter oder ob ein Gespräch überhaupt noch Sinn macht. Aber dann stellt sich wiederum die Frage, was macht er jetzt hier noch am Telefon? Fragen über Fragen. Aber ich glaube, also dadurch, dass die Logik fehlt, werden wir einfach nicht verstehen, warum das so ist und ja, keine Ahnung. Also eigentlich bin ich immer nur wieder selber baff, wenn ich hier meine eigenen Telefongespräche nochmal anhöre. Ihr müsst euch ja vorstellen, die Gespräche, wenn ich sie dann schneide, die sind ja immer gesammelt. Ne? Also ich telefoniere und irgendwann lade ich das dann alles auf den Computer und bin dann selber quasi jedes Mal neuer Zuhörer von diesem Gespräch, weil es schon eine Weile her ist. Da fässt man sich doch wirklich an den Kopf. Wenn ich mir das selber nochmal anhöre, begreife ich einfach gar nicht, dass es solche Telefongespräche gibt. Absolut krass. Von Ihrer Mastercard. Und warum? Hören Sie. Ja, warum wollt ihr denn Geld abbuchen? Habt doch keiner erzählt. Weil wir brauchen Geld. Die Kakerlaken brauchen Geld. Ja, was machen die Kakerlaken denn damit? Sollen wir Essen kaufen? Ja. Genau. Holen Sie jetzt Mastercard. Ich habe alles geklärt. Ja, holen Sie jetzt Mastercard. Ich bin schon auf den Weg in die Mastercard-Abteilung. Nee, Sie sollen mir diese Zahlen sagen, was auf die Mastercard. Ja, ich bin ja auf dem Weg in die Mastercard-Abteilung. Nein, Sie sollen mir sagen. Ja. Da. Soll ich mir die ausdenken, oder wie? Genau, Sie sollen mir buchstabieren jetzt. Ja, dann ist es die 4, die 8, B, 7, 9, 8. Nein, Mastercard fängt nicht mit 4. Ja, aber du hast doch gesagt, ich soll mal eine ausdenken. Nein, das ist nicht Mastercard. Ja, aber da muss ich erstmal in die Mastercard-Abteilung gehen. Nein, aber Abteilung brauchen Sie. Die Mastercard können Sie dabei haben. Nein, aber die habe ich nicht dabei. Die liegt in der Mastercard-Abteilung. Okay, dann gehen Sie jetzt. Holen Sie es. Ja. Ich warte. Okay. Und was macht ihr da Schönes den ganzen Tag? Haben Sie es? Nee, ich muss noch hinlaufen, ist noch ein bisschen. Was macht ihr da Schönes den ganzen Tag? Das ist eine Sache, das geht nicht innen. Ja? Ihr esst da immer Kekse? Sind die denn mit Schokolade? Haben Sie schon Mastercard? Na, ich bin doch auf dem Weg, nicht so ungeduldig, Kakerlakenvieh. Wie lange brauchen Sie? Na, bis ich sie hab. Tja, da sind wir wieder beim Thema Logik. Ne? Also mittlerweile rutscht ja das Gespräch schon wirklich wieder so Richtung unter die Gürtellinie und der macht einfach weiter, weil er denkt, ich bin jetzt auf dem Weg und hole meine Kreditkarte. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das spricht ja wirklich dafür, dass die nicht auflegen dürfen und nur dann auflegen, wenn das Gespräch einfach schon viel zu lange dauert. Ja, oder will der seine Zeit damit verplempern, weil er den Tag irgendwie rumkriegen will? Ich weiß es nicht. Ich meine, letztendlich belegen wir ja eine Leitung aus dem Callcenter. So oder so, es kostet denen Geld. Und das auch nicht wenig, weil sicherlich will der ja auch seinen Lohn haben. Und weiß ich nicht, wie das da so in diesen Callcentern funktioniert. Aber unterm Strich, tja, weiß ich wirklich nicht, was ich dazu immer noch sagen soll, ne? Denn letztendlich vertrödeln die selber ihre Zeit und die kosten sich selbst Geld mit dem, was sie da eigentlich so tun. Naja. Okay, dann ich melde mich nach 5 Minuten, okay? Nein, dann sage ich die Nummer nicht mehr. Okay, dann sagen Sie jetzt gerade, oder? Ich leg's auf. Ja, ich muss doch suchen. Nicht so drängeln. Ich schub's nicht ab, Joghurt im Rucksack. Junge Lady. Haben Sie PayPal? Was ist das? Ist das ein PayPal. Beispiel? Online-Banking haben Sie? Ich sollte doch jetzt in die Mastercard-Abteilung, oder nicht? Online-Banking haben Sie? Was ist das? Online-Banking ist, was Sie haben. Haben Sie Online-Banking? Nee. Braucht man das? Sie sollen es haben. Hab ich aber nicht. Aber wo haben Sie Geld? Geld haben Sie überhaupt? Hier auf meinem Bankkonto. Okay, und in dieser und Bank du? Haben hast Sie du Online-Banking? Da auch, hast du auch Geld auf deinem Konto? Nein, habe ich nicht. Können Sie mir es geben? Ja.
Okay. In welche Bank haben Sie Konto? Wie viel brauchst du denn? In welche Bank haben Sie Konto? In der Sparkasse. Und wie viel brauchst du so? Okay. Und haben Sie Online-Banking von Sparkasse? Wie viel brauchst du denn? Haben Sie Online-Banking von Sparkasse? Nein, habe ich doch schon gesagt, du gehirnloses Kakerlaken-Ding. Wie viel Geld brauchst du denn? 1000 Euro. Ja, so wenig. Genau. Oh Mann, das tut mir aber leid. Wenn ihr schon mit 1000 Euro zufrieden seid, dann muss doch also das Leben echt... Also Handelsplattform. ...armselig sein. Handelsplattform. Ja. Was? Wissen Sie, worüber es geht? Ja. Okay, sagen Sie mir, worüber es geht? Ne, da kann man Sachen kaufen und verkaufen und da gibt's Prime-Versand und da kann man auch okay, ich gehe jetzt. Ich habe keine Zeit für Sie. Ich habe keine Zeit. Und für Kakerlaken habe ich keine Zeit. Dann kann man da auch manchmal... Kann man denn, wenn man möchte, kann man denn manchmal, wenn man möchte, dann kann man auch mal ausreden, aber die Kakerlaken, die lassen einen immer nicht. Du bist Tja, das war's denn mit dem Gespräch, aber wir haben gleich noch eins. Ich find's nur immer wieder krass, dass die so lange am Telefon bleiben, ohne dass es irgendwelche Logik noch hat. Daran sieht man eigentlich, dass die das wahrscheinlich wirklich richtig nötig haben, Geld zu verdienen. Tja, vielleicht ist das eins von den Callcentern, die die Leute da festbinden und nicht rauslassen, wenn sie nicht wenigstens 5 Abschlüsse oder so am Tag gemacht haben. Also irgendeine Logik muss das ja haben, dass der so lange am Telefon bleibt. Denn letztendlich, er weiß ja doch, also meiner Meinung nach wusste er doch schon die ganze Zeit, dass er weiß, dass er seine Zeit verschwendet. Und das schon gleich zu Beginn des Gesprächs. Weil die Tante hat mich ja weitergeleitet. Und mit seiner Handelsplattform habe ich ihn ja auch selber irgendwie hochgenommen. Und, tja, einfach nur krank. Naja, aber wir machen mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Hallo. Schönen guten Tag. Ich möchte gerne mit Gerold Steiner sprechen. Ja? Grüßen Sie, Herr Steiner. Ich melde mich von Bitcoin Profit. Mhm. Sie haben sich bei uns angemeldet, gerade eben, vor ein paar Minuten, und ich werde Ihnen dabei helfen, ja, Handelskonto richtig zu aktualisieren, okay? Habe ich da was? Haben Sie etwas falsch gemacht? Was denn? Also, ein Teil von der Registrierung haben Sie schon gemacht, und ein anderer Teil bis zum Ende zu erledigen, brauchen Sie einen Kontomanager. Aha. Toll. Ich höre meine Stimme, Herr Steiner, und deswegen ist es ein bisschen unbequem, mit Ihnen zu reden. Ja, ich mag Ihre Stimme auch nicht. So, Herr Steiner, haben Sie Erfahrung im Bereich? In welchem Bereich denn? Es geht um Handeln, es geht um Trading, Herr Steiner. Um Training? Ja, um Handeln. Um Handeln, ja, da kenne ich mich mit aus. Wie ich sehe, Sie sind gerade eben online. Nö. E-Mail-Adresse, warte mal kurz, mir ist mein Fischstäbchen runtergefallen. Wie bitte? Warte kurz, mein Fischstäbchen ist runtergefallen. Na, wohin ist Ihr Fischstäbchen runtergefallen? Direkt in Ihrem... Auf die Fußboden. Ich muss das mal erstmal aufheben. Ja. Also ich habe hier nichts rausgepiepst. Ich denke davon, er wollte sagen, dass mir das Fischstäbchen direkt in meinen Allerwertesten gefallen ist. Tja, aber er hat selbst sein Mikrofon ausgemacht. Keine Ahnung, was er sich dabei jetzt gedacht hat. Aber naja, das Gespräch, das geht hier in der Tat auch echt noch weiter nach der Situation, die jetzt hier schon komisch angelaufen ist. Vielleicht hat er sich dann selbst noch gerade so beherrschen können und dachte, naja, er holt ja gerade irgendwie Geld oder wie auch immer. Also zumindest die Karte. Ich weiß es nicht.
Also es wird immer verrückter mit diesen Callcentern. Als ich dieses Projekt hier angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, was hier so überhaupt für Gespräche zustande kommen. Ich meine, man kennt es ja, oder die meisten haben ja schon mal solche Anrufe privat gehabt und auch ich hatte so ein Kram schon privat. Aber ich habe nie gedacht, dass das so bekloppt und verrückt wird, weil das entbehrt ja absoluter Logik hier. Nehmen Sie alles und stecken Sie irgendwo. Habe ich gemacht. Haben Sie schon gemacht. Jetzt fühlen Sie sich besser wahrscheinlich, ja? Jetzt können wir weitermachen. Ja. Ich habe das Fischstäbchen aufgehoben. Fischstäbchen, ja. Möchten Sie über Fischstäbchen handeln? Kann man sowas machen? Tja, also er weiß jetzt ja eigentlich, in welche Richtung dieses Gespräch nur noch führen wird. Und der bleibt hier wirklich noch eine Weile am Telefon. Ja, natürlich. Ein Fischstäbchen auf dem Finanzmarkt kostet ungefähr 42.000 Euro. Okay. Und mit der Unterschied zwischen den Preisen können Sie ganz gut profitieren. Würden Sie sich damit interessieren? Klingt interessant. Mhm. Sehr schön. Herr Steiner, eine kurze Frage. Welche Kreditkarte haben Sie? Ist es eine Visa oder ein Master? Ein Visa. Eine Visa-Karte. Holen Sie bitte Ihre Visa-Karte. Wahrscheinlich Bank ist Fischstäbchen Bank, ja? Von Fischstäbchen Bank haben Sie diese Karte. Nee, das ist die Berliner Sparkasse. Von Sparkasse ist die Karte. Holen Sie die Karte und schauen, ach, bis wann Ihre Karte gültig ist. Ja, klar, Moment. Ich gucke mal neben dem Maiskolbendreher, da liegt die Karte. Mhm. Monat und Jahr. So. Dann die Nummer? Genau. 924. 0924. Ja. Aha, September. Im September macht man sehr schöne Fischstäbchen. Wissen Sie es, ja, Herr Gerold? Nee, Fischstäbchenzeit ist doch im Sommer. Im September und im Oktober ist es beste Fischstäbchen auf der ganzen Welt. Okay. Sie sehen auf Ihrer Kreditkarte lange 16-stellige Nummer. Was ist die Zahlen? 40-24-00-71-01-13. Einen Moment, ich bin nicht so schnell wie Fischstäbchen, ja? Also dem Anschein nach versucht ihr hier jetzt wirklich die Kreditkartennummer mitzuschreiben und weiß ich nicht. Also was denkt der sich eigentlich? Mich würde hier wirklich absolut interessieren, was in seinem Gehirn los ist. Ich meine, der verarscht mich jetzt hier schon mittlerweile und nimmt aber trotzdem die Kreditkartendaten. Einfach nur aus der Hoffnung, dass die echt sind und dass er da einfach abbuchen kann. Tja. Also das zeigt, denke ich mal, wunderbar auf, wie die Betrüger überhaupt arbeiten. Denen ist wirklich jedes Mittel recht. Selbst wenn die merken, dass da ein Behinderter am Telefon sitzt und überhaupt gar nicht weiß, was der tut. Also solange der Kreditkartendaten sagt, bleiben die auch am Telefon. Solange da irgendwie Aussichten auf Geld sind, passen die sich jedem Niveau an und sei es noch so merkwürdig und stumpfsinnig und einfach nur dämlich, dann machen die einfach mit. Hauptsache, die kommen an die 250 Euro, die sie da abbuchen wollen oder im schlimmsten Fall sogar noch mehr. Und nun stellt euch mal vor, die rufen tatsächlich die rufen ja wirklich überall an. Und nun stellt euch mal vor, es geht wirklich jemand ans Telefon, der geistig komplett eingeschränkt ist. Und sei es nur aus der Familie. Und es ist auch vollkommen egal, ob der einen Betreuer hat oder nicht. Nun stellt euch vor, dass das ein Familienmitglied von euch ist. Und der ist vielleicht, warum auch immer, mal gerade alleine zu Hause. Weil kann man ja auch, ich meine, man muss ja auf solche Leute auch nicht 24/7 aufpassen. Und nun stellt mal vor, der geht an eure Kreditkartendaten ran, also nimmt eure Kreditkarte und liest eure Kreditkartennummer am Telefon vor und buchstabiert fröhlich die Nummer dadurch und die Betrüger buchen von eurer Kreditkarte ab. Tja, und wenn's Geld weg ist, dann ist es weg. Ich meine, gut, mittlerweile gibt es ja die Möglichkeit mit diesem Secure PIN und 3D-TAN und wie das alles heißt, also einfach die zwei Faktor Authentification, aber es gibt noch vereinzelt Karten, wo es auch ohne geht.
Ich habe selber aktuell noch eine Karte, wo einfach theoretisch abgebucht werden könnte, weil ich keinen Bock hatte, mich mit diesem Krempel da auseinanderzusetzen. Meine Bank bucht einfach trotzdem ab, ohne dass ich diesen Secure-Pin brauche. Tja, und so kann man das Konto theoretisch einfach leerräumen. 40400 Letzte drei Zahlen von Rückseite, neben ja Unterschrift. 189. Ja? Ja. Okay. Warten Sie ein schönes Viertelstündchen Minuten, bitte. Ja. Danke sehr. Okay. Kleiner Heidem. Achso, Ja. Was war Ablaufdatum? Der. Monat und Jahr? 924. 924. Und die lange Nummer? Welche? Lange 16-stellige Nummer. 44, 85, 10, 30, 58, 79, 07, 16. Okay. Wissen Sie was? Die Zahlen hat funktioniert und von der Kreditkarte ist 250 Fischstäbchen abgebucht. Ja. Und ich gratuliere Ihnen und Sie können jetzt diese 250 Fischstäbchen in Ihrem Arsch reinstecken und der, Aber dann ist doch alles krümelig, wegen die Panade. Ja. Feststecken, ja? Herr Steiner, feststecken. Okay, und dann? Damit es raus nicht kommt, okay? Okay. Auf keinen Fall. Kannst du ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ja? Aber du mit musst mir dabei helfen. Tja, zum Helfen hat er dann keine Lust mehr gehabt. Also absolut wahnsinnig. Vor allem, ich meine, die meisten Betrüger wissen ja, dass sie mit solchem Theater irgendwann auf YouTube landen. Und die Firma damit auch bekannter wird. Das ist schon ziemlich Wahnsinn, was da eigentlich so abgeht in solchen Callcentern. Und jetzt hat wirklich sein Fischstäbchenprogramm da wirklich von A bis Z bis zum Schluss durchgezogen. Oh je. Yeah. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen unterhalten und gezeigt, was das so für Leute am Telefon gibt. Zeigt gerne mit einem Daumen nach oben, ob es euch gefallen hat. Und wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren kranken Videos auf diesem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.